Wir leben in einer wirtschaftlich starken Region. Digitalisierung und Automatisierung versprechen uns Fortschritt und Wohlstand. Eine erfolgreiche Zukunft. Aber das ist nicht selbstverständlich. Um dieses Versprechen einlösen zu können, dürfen wir den Anschluss nicht verlieren. In unserem Landkreis gibt es immer noch viele dunkle Flecken im Mobilfunknetz und auch längst ist nicht jedes Haus mit Glasfaser an das schnelle Internet angeschlossen. Wir müssen in Bildung und Infrastruktur investieren. An unseren Schulen müssen alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu Informatikunterricht haben. Unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen ein Recht auf Fortbildungen. Ich setze mich ein für ein Bildungsfreistellungsgesetz. Dort wird ein Rechtsanspruch auf einen bezahlten Bildungsurlaub festgeschrieben. Die Digitalisierung birgt aber auch Gefahren. Arbeitsplätze mit einer langen Tradition können schon morgen nicht mehr existieren. Das darf uns nicht passieren. Ich will, dass wir heute die richtigen Maßnahmen für morgen ergreifen. Demokratie funktioniert nur dann, wenn die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihre Vertreter haben. Für dieses Vertrauen will ich kämpfen und mit Ihnen zusammen für eine starke Zukunft in dieser Region arbeiten. Für bezahlbare Wohnungen, für gute Bildung, für eine gute Infrastruktur und für eine solidarische Gesellschaft, in der wir alle gut zusammenleben können.